Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Portal Story Smell. Wir sind die letzte Testkammer gar nicht mal so dumm und langsam durchgekommen. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt als Trend weiter zeigen. Und wir sind gerade im Aufzug zur nächsten Testkammer. Der gute Virgil hat den Aufzug umgeleitet, um uns einen einfachen Test-Track zu gewährleisten. Und ich bin gespannt, was da jetzt als nächstes auf uns zukommt. Denn wir wollen ja hier raus. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Ich bin gespannt, wann das hier spielt. Und das quasi nochmal so ein bisschen ganz zeitlich einordnen. Vor Shell, wahrscheinlich nach Shell eher irgendwo. Naja, ich bin's gespannt. Ich bin's echt gespannt. Der Turret-König. Beste. Turret-König-Beste. So, you can handle a lot of harder tests. This is a brand new introduction track, designed for new test subjects. You should do this really quickly. I've got a plan. Mel, over here! Change of plans. I found a panel that I can move out of the way. Portal down to that catwalk in the distance. I'll tell you more there. So, I was thinking. If this computer has scanners searching for biological substances, maybe there can be some interference? You know, with things like plants? There's an overgrown testing track across the facility that hasn't been converted yet. If we can get there, I think we can confuse it. Perfect! Just perfect! The button's blown a fuse. Maybe, if you get up to an upper level, you can get the elevator. Ich freue mich gerade echt tierisch, also ich kann es. Alright, listen. I was able to hack into that system and run a basic diagnostic before I got booted. The computer is known as the Aperture Employee Guardian and Intrusion System, or AGIS for short. It looks to be a security mainframe, trying to protect the scientists logged into its system. It hasn't been turned on in decades. Maybe that's why it's after us and. And whatever that last threat is, maybe it thinks we killed the scientists. Ich bin gerade wirklich gespannt. Endlos gespannt, was hier jetzt gleich kommt. Alright, I finally got access to some schematics of this place. I can guide you to that overgrown testing track now to cover our tracks. Head through the corridor to the left. Should take you through the work in progress test chambers. Okay, will ich hier hin? Glaube noch nicht. Ich glaube, ich gucke erstmal, wo das jetzt hier noch weiter hingeht. Why on earth is it always such a problem to get from point A to point B when you're outside of the testing tracks? That red laser on the wall seems to be controlling that door. You should probably find a way to block it. Okay. Hä? Jetzt checke ich gerade gar nichts mehr. Okay, hier kam ich eben her. Hier ist dieser Observer-Raum. Ich kann jetzt hier den Würfel mitnehmen. Warum auch immer ich das tun sollte. Ich nehme ihn einfach mit. Da sollte ich mit dem Würfel nicht durchgehen. Hier kann ich einen Würfel hinstellen. Ein Würfel. Ich glaube, ich kann den Würfel da einfach reinstellen. Ich glaube, deshalb habe ich ihn auch geholt. Intelligent gemacht, mein Freund. Intelligent gemacht.
Warum auch immer. Jaha! Ich könnte hier so ein bisschen... Wuhu! Jumpen. Aus. Danke. Ja, aber hier... nicht runterfallen. Ich falle halt einfach gerne runter. Ihr habt's gemerkt. Ich falle einfach nur gerne runter. Selber irgendwo schuld auch. Gebe ich zu. Gebe ich auch wirklich gerne zu. So. Gehen wir erstmal in diese Richtung weiter. Okay. Great. Through there is a crappy backstop chamber GLaDOS was designing before her demise. Never finished, but it should at least be working. GLaDOS. Okay. Opening panels near biological target. Whoa. Error. Pit bottom detected. Subroutines unable to control. You dodged a bullet on that one. I told you to be careful. Next time might not be so forgiving. Ja, okay, da komme ich auch nicht durch. Aus. So. In Death hier soll eine sein, die GLaDOS designt hat. Seid ihr euch da hundertprozentig sicher? Jungs und Mädchen. Das kommt für mich nämlich irgendwie nicht so ganz. In Frage. Ach, Jungs, ich bin nur wieder. Ich stelle mich doch gerade wieder ultra doof an. Würfelchen, komm zu mir. Komm zu Papa. Donk. So. Jetzt ist da natürlich nur die Frage. Wie kriege ich diesen Würfel jetzt da rüber? Wie kriege ich diesen Würfel jetzt darüber? Wie kriege ich, vor allen Dingen, wie kriege ich mich jetzt darüber? Pam, 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 pam. Ja, dass das machen muss, ist okay. Ich hab da eine Idee. Also den Würfel kriege ich auf jeden Fall rüber. Behaupte ich mal. So, das müsste jetzt hinhauen. Die Frage, wie kriege ich mich jetzt darüber? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann mir auch noch nur weiter hochschießen. Ja, kann ich. Das ist doch schön. Ups. Ey, nicht im Ernest. Ich habe einfach wieder das falsche Portal genommen. So.
So. Passt. Wackelt und hat Luft. So, dann holen wir jetzt noch den Gradus. Der Würfel. Und jetzt müsste eigentlich nur noch. Wie auch immer. Diese Gerätschaft hier angeschaltet werden. Problem ist, glaube ich, einfach. Dass das so nicht so ganz funktioniert. Mal wieder eine geniale Idee. Bring mich da hoch. Beam me up, Scotty. Scotty ist manchmal echt ein ziemliches Arschloch. Ich glaube, das merkt er aber auch, ne? Also, Scotty manchmal nicht so Bock. Und jetzt kommt nämlich der tricky Part. Ey, aus. So. Wer immer auf diese scheiß Testkammern kommt. Scans indicate target in elevator shaft. Activating trap elevator. Ha! He thinks you're... Well, he's in for a nice surprise. There are tubes on the side you can use to get towards the overall testing track. Hätte mich jetzt auch mal interessiert, was passiert, wenn ich in den Aufzug gegangen wäre. Aber okay. Bin mal einfach direkt angelaufen. Ich wieder runter? Nee, schade. Ja, wenn mich was interessiert, hätte ich es vielleicht vorher machen können. 1 bis 200, das klingt irgendwie gut. Oder? Testkammer 1. Nee? Nicht so geil? Tür? Kann ich den Knopf drücken? Knopf? Nee, Knopf will nicht. Oder Aufzug? Ah, da ist ein Schalter. Okay. Es ist derbe cleveres Design, dieses ganze Fanpack. This next test chamber is still under construction. And generally they need to be tested at least 3 times before they're finalized. Some people just can't count further than that, I guess. Jetzt gemacht. Was hat denn das jetzt gemacht? Da geht, glaube ich, irgendwie eine. Irgendwas funktioniert da jetzt. Ich bräuchte aber einen Würfel, der auf der anderen Seite steht. Hi, Würfel. Okay, mal gucken, was das jetzt bringt. Autsch. Da hätte ich vielleicht besser mitdenken können. So. Ja, da geht's jetzt weiter. Ein Aufzug. Construction subroutine controlled. Installing additional hazards. Turrets, huh? Let's see what I can do. How about I fire up the lasers? Deep pit.
How about a hard light bridge? Sind wir dieselbe Testkammer? Are you shitting me? Ja, komm. Schieß halt auf mich. Ja, jetzt ist da unten ein endloser Abgrund. Alter, ich will doch nur diesen scheiß Würfel grabben. Alter. Guter Güte, noch eins. Jetzt muss ich das nochmal machen, oder was? Error. Test successfully completed. Resetting execution. Increasing test difficulty. Oh, it's only test difficulty this time? I'm sure it can handle it. Just make sure to dodge the bullets again. Ja. Okay. Wo ist bitte? Da ist die Brücke. Huch. Alter, warum kriege ich denn diesen Scheißwürfel nicht? Ey, was ist denn mit dem Scheißwürfel los, Mann? Danke. So. Etwas sieht das, dass die Plattform hochfahren. Ja, da ist gerade mal ein bisschen Rindschmalz wieder nötig. Hirnschmalz abgeschlossen. Ist ja egal, wo ich das Ding hinschieße. Denn alles, was zählt, ist, dass ich den Würfel wieder loswerden kann. Okay, anscheinend ist es nicht egal, wo ich das hinschieße. Denn es zählt nämlich nicht nur, dass ich diesen Würfel wieder loswerden kann. Das ist doch schön, wenn man sowas mal rauskriegt. So, da oben bitte. Diesmal soll's aber hinauf. Nice. Organic threat escaping new test chamber. Escape contingency not in place. Alright, good. Looks like it doesn't know where the elevator is heading to. Up ahead are the overgrown parts of the facility. I can try to reroute the elevator again if it holds up. There is an office area nearby from the same time period when Aegis was first installed. Maybe we can get some information from there. Ich bin's gespannt. Ja, mittlerweile geht's doch eigentlich, ne? Wir kommen mit den Brainfucks langsam, aber sicher klar. Also, ihr vielleicht schon mehr als ich. Keine Ahnung. So, I was right. When a test subject destroyed her, this whole place fell into disrepair. I don't exactly know if everything is working properly anymore, but we don't have a choice. Error. Error. Tracking on target failed. Heavy organic interference. Huh? It worked? It's blind here. Oh, no. No, 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 no. There's some stuff here blocking the path for the elevator.
Hold on for emergency brakes. Just climb on out of here and let's get moving. Whoa! That was close. You could have been in there. Oh, wait, you just were. Organic Complications klingt nach einem guten Punkt, um ja die Folge zu beenden und mit der nächsten in froher Erwartung weiterzumachen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.